Jo, Penners, und willkommen zu einer kleinen weiteren Folge der FIFA 16 Karriere mit VfB Stuttgart. Wir spielen heute gegen Niederlande und zwar mit Portugal im Viertelfinale der Europameisterschaft. Hoffentlich kommen wir weiter. Ich würde es richtig feiern. Ich habe die Mannschaft ein bisschen umgestellt. Cedric spielt jetzt in der rechten Verteidigerposition, zumindest dieses eine Spiel. Virinha spielt als rechter Flügelspieler, damit Marc Quaresma auch ein bisschen Pause bekommt. So. Dabei muss ich mal kurz noch was löschen. Und ja, gegen die dann. Das wird jetzt eh wieder sowas von. So, keine Ahnung. Das wird sehr interessant. Kann ich jetzt schon mal sagen. Und ja, ich habe ja wieder mal ein bisschen länger gestreamt und nehme das hier wieder tagesaktuell auf. Also, das muss heute noch kommen. Vielleicht ist es heute Abend erst online. Also, entschuldigt mich dann. Wir haben jetzt gerade, glaube ich, so. Lasst mich nicht lügen. Moment, ich guck mal kurz schnell nach. 14:22 Uhr. Und ja, das braucht ja auch ein bisschen Zeit zum Hochladen. Also könnte das heute ein bisschen später kommen. Das, ja, wäre dann aber bitte zu entschuldigen. So. Aber jetzt fängt ja wieder die Schule an. Jetzt werden sie dann wieder ein bisschen regelmäßiger, beziehungsweise ein bisschen früher kommt von der Zeit her. Und es gibt Gelb. Verdammt, das mit der Mauer ist aufgefallen. Schade. Ja, gut. Jetzt schießt Sneijder direkt. Nee. Jetzt legen sie trotzdem ab. Und der Ball geht daneben von Robben. Robben ist der Spieler, auf den wir hier am meisten aufpassen müssen. Zu 100% wird der hier versuchen uns auszutricksen wie sonst was, aber das dürfen wir nicht zulassen. Allgemein ist die Niederlande ja eigentlich gar nicht so schlecht, wie viele denken. Van Persie, Virinha, André und Carvalho, beziehungsweise William. Stimmt, der spielt auch noch und Ronaldo kriegt den Ball leider nicht. Der mit der gelben Karte hier, warum war der auch in der Mauer drin? Jetzt mal ehrlich. Der ist doch nie in der Mauer drin, der ist doch immer voll offensiv. Auch wenn es einen Freistoß gibt. Ich sehe den nie hinten. Das ist voll unrealistisch, Alter. FIFA ist unrealistisch. So, wir gehen mal auf offensiv. Denn wir wollen hier unbedingt weiterkommen. Wir wollen ins Halbfinale. Halbfinale und da soll Portugal dabei sein. Natürlich haben wir jetzt auch keine zwei Torhüter mehr auf der Bank. Das war ja doch ein bisschen sehr übertrieben. So, dann drängen wir ihn ins Aus. Und Patricio schießt den Ball weit weg bis zu Ronaldo. Ja, läuft. Virinha. Ach, schade. War ein bisschen zu leicht. Und Lenz. Ah. Cedric, komm schon. Okay, dann halt weiter. Der Ball wäre perfekt einfach weg gewesen. Aber Carrizo klärt den Ball hier noch in die zur Ecke. Eieieiei. Oh, Quadrado dazwischen zum Glück. Das hätte ein richtig starker Angriff, Schuss sein können. Sneijder hier mit der nächsten Ecke. Die kommt aber ein bisschen zu ungenau auf Patricio direkt. Und jetzt Cedric. Wijnaldum. Und da ist Virinha. Virinha legt den Ball weiter zu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo legt sich den Ball zurück. Und dann köpft er den Ball direkt auf Silesen. Alter. Das war aber auch anders geplant. Das war anders geplant. Schade. Ich dachte, ich krieg den Ball ein bisschen besser. Naja, egal. Müssen wir es halt mit der nächsten Chance machen, die wir hoffentlich noch bekommen werden. So, Blind, Wijnaldum und jetzt kommt der Konter. Blind wieder. Und Courtois köpft den Ball perfekt zu Patricio. Und jetzt Nani. Nani. Carrizo und oh nee. So, perfekt. Moutinho, Virinha, Ronaldo.
Ach ja, ich wollte eigentlich noch für Moutinho Danny spielen lassen von Anfang an. Habe ich jetzt aber auch vergessen. Und William. Ach, das war Abseits. Ah nee, das gibt den Freistoß, okay. Schade. Okay, ich versuche es jetzt einfach mal mit Cristiano Ronaldo. Okay. Jawohl! Auch mit Cristiano Ronaldo kriege ich die Freistöße hin. Aber gut, wenn mit Maxim, dann muss es auch natürlich mit Cristiano Ronaldo klappen. Da führen wir 1-0 gegen Werder Bremen. Gegen Niederlande durch einen schönen Freistoß. So. Und vielleicht bleibt das bei uns natürlich. Wie sonst auch oft. Die Standards entscheiden das Spiel. So. Kongolo. Wijnaldum. Das war jetzt, ich glaube, ja, das war Ronaldos dritter Treffer in der EM. Ist schon nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht. Okay. Und William, Moutinho, Nani und wir sind im Konter. Wir sind im Konter. Wir sind im Konter. Cristiano Ronaldo ist auf jeden Fall vorbei. Und er schießt einfach nicht, wenn ich auf Schießen drücke. Verdammt. Da ist der Ball zu weit noch geflogen. Mann. Ah. Ronaldo ist hier richtig schön im Mobkreis gerade gewesen, irgendwie. Okay. Ich weiß, das ist jetzt übertrieben, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Ah, okay, der war voll am Tor vorbei auch. Schade. Aber aus 32 Metern. Ich kann eh aus 32 Metern nicht kein Tor schießen. Deswegen, da versuche ich das dann lieber mal. Und habe vielleicht mal Glück. Als irgendwie, keine Ahnung, den Ball da rumzupassen wieder. Weil davon kriege ich dann auch keine Chance. So, Nani. Ah. Nani, Nani, Nani. Schade. Egal. Ecke. Und die bringt Nani rein. Ach, Mann, der Torhüter steht auch immer dazwischen. Egal wo. So, Lenz auf Snyder. Snyder. Alter, sogar der ist hier mega schnell mit seinem Turbo. Pepe. Oh Gott. Oh. Über die Latte weg ins Aus. Perfekt. So, Coentrao. Und wir führen zur Halbzeit 1 zu 0 durch einen Freistoß. Und wie immer, Niederlande hat einfach mehr Ballbesitz. Also, unsere Gegner haben immer mehr Ballbesitz. Aber irgendwie machen wir die Tore. Oder machen das Tor. Und das ist ja auch wichtig. Es ist ja eigentlich auch egal, wie viele Tore wir schießen, weil ja vor kurzem in den Kommentaren geschrieben wurde, so ja hier, ich schieße ja kaum Tore. Aber es ist ja auch eigentlich egal, ob ich jetzt viele Tore schieße oder nur ein, zwei Tore schieße. Ob ich mit 1-0 gewinne oder mit 3-0, ist am Ende ja egal. Solange es nicht auf Tordifferenz ankommt, wie zum Beispiel, wie ist das bei Bayern und uns fast angekommen wäre. Coentrao springt nochmal dazwischen, perfekt. Aber jetzt zum Beispiel hier in der K.O.-Phase oder so, da ist es mir scheißegal, ob ich mit 1-0 gewinne oder mit 10-0. Hauptsache, ich bin weiter. Ich brauche da nicht die Gegner vollkommen dupieren. Ich will da einfach nur gewinnen, dass ich weiterkomme. Na, schade, der war zu. Oh. Ey, verdammt. Das gibt's doch nicht. Oh ne, Van Persie. Perfekt. Coentrao, André. Moutinho, Coentrao und jetzt Nani. Flankt den Ball da und da ist aber der Torhüter von Niederlande. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Stehen lassen. Irgendwie so. Ich weiß es nicht. Robin. Den kann ich aussprechen. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Okay, Cedric dazwischen, nochmal. Und Carisso wieder dazwischen. Alter, wir wehren richtig viel ab. Und jetzt gibt es eine Auswechslung, nochmal eine. Okay.
Snyder geht raus, okay. So, Patricio, Moutinho, Nani und jetzt Cristiano Ronaldo. Legt den Ball weiter zu Nani. Jetzt ist Nani mal ein bisschen weiter durch. Aber der ist nicht so schnell mehr. So, aber... Na, ah, schade. Für die Flanke hat es noch gereicht, aber leider kriegt die dann Cristiano Ronaldo nicht. Eieiei. So. Partner. Pepe legt den Ball zurück und wir wechseln jetzt auch mal aus. Nani wechseln wir auf jeden Fall aus. Dafür bringen wir mal Danny. Kann Danny da spielen? Ja, Danny kann da spielen, dann bringen wir den mal da rein. Hier bringen wir Quaresma und Ronaldo packen wir mal dahin und da packen wir mal den Silva rein. Oder? Machen wir? Ja, komm, wir lassen mal den Silva spielen hier. Wir gucken mal, wie der so ist. Oder, nee, wir machen es anders. Da lassen wir, hier lassen wir auch Moutinho. Da lassen wir Moutinho. Aber hier nehmen wir anstatt Quaresma Silva. Und hier bringen wir mal Ferreira rein, weil Coentrao braucht auch mal eine Pause. Erst recht, wenn wir, wie es aussieht, weiterkommen, dann sollten wir langsam doch mal auch ein bisschen an das nächste Spiel denken. So. André, Alter, André, nice, setzt sich nochmal durch und Kongolo klärt den Ball ins Aus. 22 Minuten noch und wir führen immer noch, dank dieser einen Standardsituation, dank diesem einen Freistoß führen wir einfach noch. Silesen hat den Ball. Jetzt am besten nicht mehr so viel hinten zulassen. André Silva, William. Legt den Ball weiter zu Moutinho. Moutinho. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Oh, schade. Ah. Ich glaube irgendwie Ronaldo und Silva tauschen da jetzt gerade so ein bisschen die Plätze. So. Oh, Robin. Oh, Robin da richtig umgesetzt. Auch direkt verletzt. Und der Ball war im Tor, aber jetzt war abseits. Oh mein Gott, was haben wir denn jetzt für ein Glück hier? Aber okay, das war klares Abseits. Ganz klares Abseits. Und Robben hat sich jetzt wirklich so stark verletzt, dass er raus muss. Ne, das ist Van Persie für Huntela, okay. Also Huntela kommt, Van Persie geht. Okay. Huntela. Kongolo, Cedric nochmal dazwischen. So. Cristiano Ronaldo, hol dir den Ball, hol dir den Ball. Ach, Mann. Komm, Silva. Hä? Was? Jetzt gibt's noch einen Handelfmeter. In der 82. Minute, das ist doch nicht sein Ernst. Alter, da wechselt man den ein einziges Mal und dann gibt es direkt einen Handelfmeter gegen den. Und mein Torhüter kommt nicht dran, ich bring die... Ach Gott, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Da fühlt man sich zu sicher. Und dann passiert sowas. So, Danny. Flankt den Ball rein, da steht Cristiano Ronaldo und der macht das 2-1. So muss das. Perfekt. Alter, wir bleiben weiterhin im Halbfinale. Wir kommen auch ins Halbfinale. Ronaldo sichert uns hier das Halbfinale momentan. Die Konter, die direkte Antwort einfach von uns. So ein Handelfmeter, der versaut uns hier nicht jetzt den Einzug ins Halbfinale. Das wäre doch gelacht. So, Patricio spielt den Ball hier auf Ferreira. Und der schießt den Ball schön weit nach Danny. Danny kriegt den Ball sogar. Und Cristiano Ronaldo. Ah, schade. Kriegt den Ball dann doch nicht so, wie er wollte. Oh Gott. De Jong. Komm, den hat er. Jawohl.
So, Danny. Na, komm. Danny, setz dich durch. Setz dich durch. Okay, das war klar, dass da Silas den Ball nicht bekommt. Den Ball nicht durchlässt. Aber schade. Ah! Schade! Bleibt bei dem 2 zu 1, aber wir sind weiter im Halbfinale. Eieieiei. Das hätte ja nochmal schief gehen können, hier mit dem Elfmeter. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Spanien ist weiter gegen England. Okay, ist keine wirkliche Überraschung. Und Belgien gegen Tschechien, das wird interessant. Ich denke ja mal, irgendwie Belgien kommt weiter. So. Hier müssen wir alle wieder neue hinzufügen. Also nehmen wir Traoré wieder. Mit der Chancenerarbeitung jetzt mal. Ne, wir nehmen jetzt mal Ballbesitzzeiten, dass er mal ein bisschen mehr Ballkontrolle bekommt. Denn das ist ja doch schon so ein bisschen seine Schwäche, ehrlich gesagt. So, wen nehmen wir noch? Werner wieder. Durchsetzen oder Ballbesitz halten. Ballkontrolle, Dribbling, Dings hat er schon gut. Hier Ausdauer bräuchte er noch ein bisschen besser. Übung hinzufügen. Da kommt noch der Bakambu, der ist ja kurz vor dem Dings. Deswegen packen wir da mal auch noch ihn irgendwo hier rein. Hier irgendwie. Der braucht eine Chancenerarbeitung. Rüdiger ist auch ein guter Tool. Okay. Aber hier nehmen wir Langrack. Mit Torwart 1 gegen 1. Und als letztes nehmen wir dann nochmal Rüdiger. Ja, doch Rüdiger. Und machen bei ihm defensive 1 gegen 1. Und simulieren natürlich alles. So, alle gut eigentlich verbessert. Das ist auch schon mal gut. Also außer Werner, der hat 6, aber der wird ja auch unseren Verein verlassen, wie es aussieht. Von daher ist das ja auch was anderes. Rückkehr ausgeliehener Spieler. Wanicek ist wieder da. Sama auch. Kliment ist auch wieder da. Und auch Baumgartl ist wieder da. Wunderbar. Und Langrake haben wir ein Transferangebot für bekommen. 6 Millionen. Für einen Torhüter. Nee. Das ist zu wenig. 6,5 Millionen. Nee, ist auch zu wenig. Das ist schon echt. Nee. Das brauchen wir nicht. Jetzt den Langrake noch loslassen. Nee. So blöd sind wir nicht. Langrake, noch ein Transferangebot. Derby County will auch noch haben. Ja, nie. Alle wollen den Langrake haben. Aber der bleibt hier. 7,5 Millionen. Aber nee. Langrake können wir nicht abgeben. Erst recht nicht für 5 Millionen. Hey, wir kriegen ja 6,5 Millionen, 7,5 Millionen. Und dann kommt jemand an mit 5 Millionen. Als ob wir da dann sagen: Ja, das nehmen wir. Belgien ist unser nächster Gegner. Das ist schon mal sehr interessant. Oh, Langrack wieder. Wer hätte es gedacht? 7 Millionen. Angebot ablehnen. Und noch Maxim. 10,5 Millionen. Nee. Für Maxim, wenn man den losreißen möchte, da bräuchte man mindestens 25 Millionen. Und ich weiß, das ist übertrieben, aber das ist das, damit ich sage, okay, den könnten wir vielleicht loslassen. Mein Gott. Angebot ablehnen und zukünftige untersagen, ey. Hilfe. Sonst werden wir ja zugespammt hier mit Transferangeboten. So. Bakambu. Wir haben für Bakambu ein Angebot. Für wie viel haben wir den letztes Jahr gekauft? Müsste ich eigentlich mal gucken. Da haben wir nämlich. Achso, für Werner. Ja, stimmt. Werner will ja unbedingt gehen. Müssen wir natürlich überlegen. Könnten wir ja sagen, 6,5 Millionen müsste eigentlich okay sein. Wir versuchen mal 7,5 Millionen. Das hier zögere ich mal noch weiter. Weil bei Kambo bin ich mir nicht ganz sicher. Der hat bei uns ja jetzt nicht so das Beste gebracht. Ach ja, und mit denen hier machen wir auch nochmal das Gegenangebot. Auch 7,5 Millionen. Wenn Dortmund nimmt, dann kriegt Dortmund ihn. Wenn, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wenn Gladbach sagt ja, dann kriegt Gladbach ihn halt. Aber ich hoffe einfach, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und sage damit einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda.